Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14 in Le Château, dem 80er Dungeon, in dem wir jetzt hier unterwegs sind. Meine Güte, sieht er freundlich aus. Ich nenne sie gerne Karazhan in kurz, weil hier sehr, sehr viele Elemente zu finden sind, die wir auch aus Karazhan kennen, aus World of Warcraft. Ja, auch ich habe World of Warcraft gespielt und nicht zu selten, sondern ziemlich oft und lang und intensiv, bis ich Final Fantasy 14 angefangen habe. Und I like that game so much. Ich hoffe, dass wir hier vernünftig durchkommen. Bin mal gespannt. Das ist das erste Mal, dass ich mit der Duften Miezo diesen Dungeon betrete. Aber das sollte eigentlich gehen. Ich ziehe einfach weiter. Ich vertraue auf den Heiler. Was eigentlich gar keine gute Idee ist. Weil mir seit einer ganzen Woche die Randoms richtig, richtig auf den Puffer gehen. Aber egal. Es wird schon. Der Heiler ist anscheinend noch nicht ausgelastet. Er spielt lieber mit Sanctus und gleich kommt eine Bene oder sowas, damit ich nicht drauf gehe. Ach ja. Schön wäre es, kontinuierlich Heilung zu bekommen. Das ist aber manchmal zu viel verlangt bei manchen Spielkollegen und Kolleginnen. Und hier flitzen überall diese wunderschönen Besen rum. Ich mag die. Leider habe ich keinen aus meiner freien Gesellschaft dabei, was ein bisschen schade ist, aber die sind gerade dabei, Ruby Weapon zu trainieren und eine Waffe zu holen für einen Mönch, der uns bald demnächst in unseren Raids begleiten wird. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich bin immer noch dabei. Ich habe seit, keine Ahnung, seit etlichen Stunden wieder gespielt und aufgenommen. Weil ich nämlich versuche, mich dieser Ruby-Gruppe anzuschließen, um diese Ruby-Waffe zu bekommen. Nee. Ach, fuck. Jetzt habe ich auch noch mein Konfiteur ins Nichts gepustet. Ja, komm. Ja, ich wusste es. Na, natürlich kommt eine Bene. Aber okay, er freut sich. Er kann Schaden machen. Dafür sind ja Heiler gemacht, um Schaden zu machen. Aber gut, solange es funktioniert, soll er machen. Sobald ich tot am Boden liege, fluche ich natürlich. Jawohl, kommen wir zum ersten Boss. Hier heißt es, wie bei den meisten, doof AoEs ausweichen. Wobei es hier ein bisschen tricky ist, weil ihr seht schon die Besen dort am Rand. Die werden im Laufe dieses Dungeons wichtig werden. Oder nein, dieses Bosses wichtig werden. So, achso, ewiger Bannfluch. Das ist Gruppenschaden. So, und da kommen sie. Ich bewege mich zuerst hierhin. Weil jetzt muss man gucken, da kommt nämlich gleich der Besen angeflitzt. Da. Und der andere Besen, der hier vor mir, bewegt sich munter weiter. Und jetzt ist hier safe, wo ich stehe. Und wir haben keinen Dödelbuff bekommen. Bums. Jetzt nochmal eben schnell alle auseinander. Haben wir einen Lili dabei? Ja, haben wir. Aber egal. Das war safe. Und damit habt ihr eigentlich auch schon den gesamten Fight gesehen. Schattenramme ist sowas wie ein Tankbuster. Hier, komm. Und ewiger Bannfluch. Wieder mal der Gruppenschaden. Nichts Besonderes. So. Erneutes Ding. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Welche kommt zuerst? Ah. Okay, erstmal ein bisschen abwarten. Zack.
Dann hier hoch. Jetzt kommen wir hier rüber. Und in der Regel schafft er niemals mehr als zwei von diesen Besenmanövern. Und das bedeutet, wir sind hier ziemlich locker durchgetänzelt. Freut mich sehr. Ich bin sehr stolz, ich habe nicht einen Dödelbuff kassiert. Normalerweise ziehe ich jedoch ganz gerne mal den einen oder anderen mit. Aber hier ist noch alles in bester Ordnung. Hier kommen uns gleich von der Treppe Gegner entgegengesprungen, sage ich ja. Macht überhaupt nichts. Wäre schön, wenn wir trotzdem einmal die Kiste öffnen. Macht natürlich keiner. Ganz toll. Ist schade, weil da kriegt man nämlich ebenfalls gut und gerne mal Materia raus. Ach, fuck. Ganz doof gelaufen. Ich habe leider nicht den Bonus Requiescat bekommen. Ist natürlich sehr blade. Boah. Da hakt meine Shift-Taste. Ich brauche echt eine neue Tastatur. Oder ich muss einfach mal meine sauber machen. Ich bin auch deiner Meinung, Schatz. Eine neue Tastatur ist sinnvoll. Yay, eine Frömmigkeitsmaterie. Und nach der nächsten Mobgruppe sind wir auch schon wieder. Hui! Sind wir auch schon wieder beim nächsten Boss angekommen. Wir laufen hier nochmal hoch, weil hier kommen nochmal ein paar Gegner dazu. Da vorne stehen sie und warten schon auf uns. Oh nein, sie kommen direkt auf uns zu. Piu! So, jetzt aber. Jetzt klappt das auch mit Requiescat und erhöhter Magie. Nee. Okay, oder auch nicht. Schon wieder verkackt. Das Wunderschöne an dieser Nummer... Das Wunderschöne an dieser Nummer ist natürlich, dass wir hier auch noch die Steinchen bekommen, denn das ist die erste Instanz, eine der Instanzen für Random Acts. Natürlich auch ausgezeichnet. So. Und ab geht die Post. Auch hier gibt es wieder AOEs zum Ausweichen und eine Mechanik, die wir schon von den Wanu Wanu oder aus dem Dungeon der Wanu Wanu kennen. Und zwar Totems durch die Gegend bewegen. Diesmal müssen wir die das muss man glaube ich bei den Wanu Wanu auch. Aus bestimmten Flächen rausnehmen, damit wir keine Ads bekommen. So, und da sind sie. Einfach nehmen und hier ablegen. Jetzt macht sie Frühlingssturm und ja, traurig, aber die kleinen Freunde von ihm sterben einfach. Das kommt natürlich gleich nochmal mit einer kleinen, wird nochmal ein bisschen schwieriger, weil es dann halt eben nochmal so eine Art AOE gibt, die dann, nach innen oder dir in eine Richtung pustet und dann muss man halt eben schauen, wo legt man die Samen ab, damit sie nicht auf dieser grünen Fläche landen. Das ist aber auch sehr leicht, weil es gibt nur 4 von diesen Samen. So, und da kommen sie nämlich auch schon. So, gucken wir mal, von wo kommt die AOE, alles klar.
Und hopp. Sie bewegen sich immer genau ein Feld, deswegen. Ganz einfach. Und wieder einmal geschafft. Jawohl. Und damit haben wir auch diesen Dude besiegt. Einfach die Kiste aufmachen. Ich brauche eh nichts davon, aber egal. Offen ist offen. Hep. Hep. Einmal kurz zweimal mit dem Schild angegriffen. Und weiter gesprintet. Jetzt kommt nebenbei der Teil, warum ich sage, oh, Karazhan. Weil wir sehen gleich tanzende Gespenster. So, ich finde es ziemlich lustig, dass das gefühlt die Gegner, die normalen Gegner hier in diesem Dungeon, krasser sind als die Bossgegner. Es ist cool, wie wir hier einfach nur durchtänzeln. Also durchtänzeln im Sinne von, wir sind erst seit 11 Minuten dabei. 12 Minuten, Verzeihung. So, und stehen auch schon kurz vorm Boss. Das ist eine Runde, die kommt in zwei Etappen. So, wir bewegen uns erstmal hier auf die Fernkämpfer zu. Nee. Fuck, da stand ich drin. Schnell einmal kurz einen Cooldown ziehen. Und Sam. Nee, raus da. Und weiter geht's. Action. Die nächsten drei Gegner und die letzten. So, ich drehe mal ein bisschen das Bild. Aber der Schaden ist auch nicht verkehrt, muss ich gestehen. Also die Gegner sterben hier on the flow. Was ich natürlich auch nicht gerade verkehrt finde. So, ich spare mir an dieser Stelle nochmal Requiescat oder so zu verpulvern. Und halt mir die Cooldowns für den Boss bereit. Der ist zwar nicht so schlimm, dass man die unbedingt braucht, aber ich weiß nicht, ich hab's angenehmer, wenn ich mit meinen, ja, wenn ich hier lieber mit allem antanze. Und da sind sie, die tanzenden Geister, hab ich zu viel versprochen, ist das nicht schön hier. Nebenbei sowieso eine recht hübsche Instanz. Und da haben wir unseren letzten Boss für diesen Dungeon.
Und, boah. Oh, falsch rum, da lang. That's the way. Los geht's. Auch hier ganz einfach AOEs ausweichen. Und der hat so zwei verschiedene ziemlich lustige AOEs, finde ich. Die eine kommt gleich am Anfang. Das sind rote Marks auf dem Kopf. Oh, natürlich auch den rechten Hieb nicht vergessen. Aufpassen, in welche Richtung er schlägt. Das macht der auch zweimal. Die roten Marks machen so eine hässliche Hakenkreuz-AOE. So, und explodieren dann halt eben. Und die blaue, die muss man auf einen der Gegenstände übertragen und die abfackeln, damit nichts passieren tut. Und das ist eigentlich im Grunde alles. Es gibt jetzt noch gleich diese eine, genau, diese schöne Mechanik. Da geht es darum, so weit wegzustehen, dass er, genau, dass er nicht diese Pfeile zeigt, weil sonst kriegt man nämlich einen Debuff, so wie der gute Herr hier. Sondern man muss ein bisschen weiter wegstehen. So, Schockschnitt. Komm mal ein bisschen näher hier. Komm mal auf deine Ermittlungen zu begeistern. Es kommen neue Gegenstände von oben. Bei denen ist es jetzt ganz wichtig, nicht, danke, nicht die anderen Sachen abzufackeln. So, wir können uns hier jetzt einfach direkt reinstellen. Gleich wird er wieder sein links oder rechts schneiden, würde ich sagen. Wichtig, er guckt dabei einen Spieler an, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, tut, ne doch. Ich glaube schon. In dem Fall hat er mich angeguckt. Und nochmal der heiße Höllenschlund. Wir sind Spieler Nummer 4. Ist okay. Ihr seht es, man hat diesen Pfeil. Und wenn dieser Pfeil zu nah ist, dann ist das ein Pfeil und der macht dann einen bösen Debuff. Und wenn man nah genug dran, wenn man weit genug, ja, komm, entfernt steht, dann ist alles gut. Nochmal die rote AOE. Rems. Okay, die matchen sich hier die ganze Zeit gegenseitig weg. Upp. Einmal kurz Sentinel. Um nochmal ein bisschen Schaden zu reduzieren. Dann kommt auch schon der Limit Break geflogen. Und geschafft, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann nach dieser Cutscene wieder. Sogar mein stärkstes Familiar habt ihr besiegt. Ihr seid ja wahrlich wirklich nicht aufzuhalten. Ich grüße dich, Begluck, weiser Magier der Numo. Bitte entschuldige unser Eindringen in deine Domäne. Wir haben vollstes Verständnis dafür, wenn du uns wie missliebige Störenfriede behandelst. Aber wir sind nicht hier, um zu kämpfen.
Wir kommen mit einer Bitte. Eine Bitte, sagst du? Ja, und es ist keine unbedeutende Angelegenheit. Wir suchen dein Wissen über die Geisterwelt. Es geht um Leben und Tod. Eine Bitte? Der Klang dieses Wortes ist so verführerisch, so unwiderstehlich. Aber das ist genau der Grund, warum ich mich an diesen einsam verlassenen Ort zurückgezogen habe. Um mich nie wieder in verdrießliche Verwicklungen verwickeln zu lassen. Nein, nein, nein! Ich habe mir geschworen, mich nie wieder auf solche Dinge einzulassen. Wer weiß, welche Absichten ihr hegt. Es bringt einem doch nichts als Ärger. Ich weiß, die Numo sind bekannt als tüchtige Händler. Und wenn du einen ehrbaren Handel ausschlägst, tust du das bestimmt aus gutem Grund. Aber ich versichere dir, dass es in dieser Sache um das Leben unserer Freunde geht. Und auch um mein eigenes. Also, willst du uns nicht wenigstens einmal anhören? Ich soll also nur zuhören. Wenn es weiter nichts ist, dann... Ja, dann könnte ich doch eigentlich... Nein, nein und nochmals nein. Ich habe es mir geschworen. Ihr sagt, ihr sucht mein Wissen? Wisst ihr überhaupt, was ihr da sagt? Das letzte Mal, als ich meine Weisheit mit diesem verrucht verräterischen Hofmagier teilte, endete es in Tod und Verderben. Tod und Verderben! Ihr wisst natürlich nicht, wovon ich spreche. Einfältiger Einfallspinsel. Kommt hierher und bittet mich um mein Wissen. Ach, du weißt davon? Dann weißt du auch, welche verflixt verzwobelte Verantwortung Wissen mit sich bringt. Und du schreckst nicht davor zurück? Ja. Also gut. Welchen schädlich-schändlichen Schaden soll es schon haben, euch mal anzuhören? Aber ich werde nicht vergessen, dass ihr mir einen ehrbaren Handel versprochen habt. Vielen Dank. Du wirst deine Großzügigkeit nicht bereuen. Darauf gebe ich dir mein Wort. Bitte folge uns nach Crystarium. Dort werden wir dir erzählen, wie du uns helfen kannst.